Schuld oder schon guten Morgen. Wir haben gerade 9.54 Uhr. Ich bin heute kurz um 9 aufgewacht. Ist ja an sich relativ früh, ist vor allem auch, weil ich gestern irgendwie erst nach Einschlafen gegangen bin. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon gefrühstückt, also halt ein Ei und ein bisschen Quark mit Gurke, Kaffee, Tee. Und jetzt fahren meine Eltern weg. Meine Schwester hat ja gestern 3 Stunden Mittagsschlaf gemacht und jetzt nochmal 12 Stunden durchgeschlafen. Ich habe meine Mutter sie aufgeweckt und dann war sie direkt wieder unzufrieden, dass die wegfahren und das ist sie nicht, obwohl sie eigentlich nichts braucht. Aber ja, auf jeden Fall fahren sie jetzt irgendwo TK Maxx in irgendeinem Umkreis. TK Maxx oder irgendwas brauchen sie halt noch irgendwo bei einem speziellen Laden. Ich treffe mich jetzt mit meiner Oma, weil ich ihr was übergeben muss. Also gestern hat mein Vater, da hat man so Wiener mitgebracht. Also eine Packung ist 800 Gramm, also fast ein Kilo. 2 Stück und wir haben vergessen, die zu essen. Gestern haben die halt alle das ein bisschen aufgeteilt, aber trotzdem waren die 800 Gramm von einer Packung nicht weg. Deswegen bringen wir jetzt denen die zweite Packung. Und noch so, ich wollte mal zeigen, die ganze Tüte, die ich mitnehme. Also hier hat man doch gerade so Iced Coffee reingelegt, weil meine Oma es mag, so sich zu belohnen mit Essen und so, und wir das gerade nicht brauchen, beziehungsweise auch nicht das, die Verfügung haben wollen. Meine Mutter ist gestern Morgen in den Rossmann gegangen, weil es da Rabatte gab auf Tees, die wir sehr gerne mögen. Also das ist, finde ich, ein sehr guter. So ein paar Kleinigkeiten. Haar, Öl. Desinfektionsdinger. So ein kleines Tütel zum Beschmacken. Meine Mutter ruft gerade so an, also die sind immer noch unterwegs. Es ist gerade 10 vor 2. Sagt so, wasch die Kartoffeln, die auf der Herdplatte liegen. Erstens mal lange nicht auf der Herdplatte, sondern hier. Und zweitens mal waren die schon im Wasser. Und so, hast du die nicht gewaschen oder wie? Ich so, tu noch mal das Wasser raus und mach noch mal neues Wasser rein. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt das hier gemacht, weil bis ein ganzes Ei kocht, dauert es lange. Und ich habe schneller Bock zu essen. Da habe ich mir noch die Wiener reingemacht, die am Ablaufen sind. Und mein Vater hat auch gesagt, wenn wir nach Hause kommen, machen wir die Wiener warm. die Wiener werden von allen Seiten begrapscht. Also als nämlich meine Oma, also ich bin bei ihr noch, dann kurz bevor ich bei mir dann, also wir haben uns getroffen, hat sie noch angeguckt, ob sie den Weißkohl kauft, aber der war irgendwie viel zu groß vom türkischen Markt. Dann haben wir ihre Nachbarin getroffen, haben noch ein bisschen mit ihr geredet, die irgendwie jetzt aus dem Nichts in einem Jahr von hier abhaut. Und genau, dann haben wir noch eine Runde gedreht, dann bin ich noch zu ihr hochgekommen, weil, es ist immer die Rede davon, dass ich ihn befilmen will und so. Und sie hat sich auch überlegt, mir eins zum Geburtstag zu schenken, aber irgendwie, es ist sehr schwierig. Und selbst wenn ich da in der Parfümerie bin, kann ich nie irgendwie was finden oder so. Jetzt sind sie schon da. Und dann hat sie mir noch ein paar gegeben, die sie nicht benutzt. Beziehungsweise halt so größere Probestücke, die ihr gegeben wurden. Vielleicht passt es mir ja. Und Leute, die haben gerade geklingelt, aber ich wollte gerade sagen, dass ich einfach so diese Zeit genieße. Ja, mein Opa hat da, wenn ihr gehört habt, irgendwie so Radio gehört oder irgendwie ein Programm, hat da irgendwas geschnibbelt und jetzt sind sie wieder da, jetzt sind sie mal alles an. Aber das ist so eine geile Zeit, wo man einfach so alleine ist. Am besten so der ganze Morgen.
Halt, da, ich weiß nicht, also wenn es am Abend ist, ja, keine Ahnung, so. Da bleibt man ja dann nur zu Hause oder dann ist es dunkel. Ich finde morgen irgendwie, morgen bis zum Mittag so, wenn man sich's aussuchen würde, beste Zeit. Ach. Mein Vater ist nicht ins Haus gefahren in dem See. Und durch den Spaziergang gingen wir zum zweiten See. Da stand gerade in diesem Steg, ja, zur Vermeidung von Gänsekot bitte die Schranke geschlossen halten. Die Schranke ist einfach nur so ein hölzerner Stab, ich mir denke, weil auch die Gänse nicht drunter gehen können oder fliegen könnten. Ne? Ja, vier solche Schranken gibt es hier, weil es hier keinen sozusagen Strand gibt, wo man liegen kann, sondern die Leute nur dort die Möglichkeit haben, und zwar so ein nettes Sportstudio. Geil. Da hätte ich Motivation drin, Sport zu treiben. Jetzt ist schon wieder in die Kuhfelder gegangen und jetzt durch irgendeinen schmalen Pfad, weil es nirgendwo Beschriftungen gibt, wo man vor der Ranata-Situation geht. Ja. Aha. Hier war es gerade schmaler, keine Ahnung, weil da geht es halt flacher zu. Wir wollten auf eine Erhöhung, wo man dann einen guten Blick hat. Und hier sieht es aus, dass es nach oben geht. Deswegen versuchen wir hier unser Glück. Ich glaube, es sieht nach dem Richtigen aus. Boah. Ja, Leute, ich melde mich mal. Es ist 22.14 Uhr. Ich hatte übrigens heute so ein Kleid an, was ein bisschen durchsichtig ist. Also es scheint eigentlich so mehr wie eine Tunika. Obwohl eine Tunika geht ja so kurz über den Hintern und das ist ja schon so ein ganz wertiges Kleid. Aber hier so ein bisschen durchsichtig. Also schon, also durchsichtig in dem Sinne, dass man, ich glaube, man sieht es eigentlich gar nicht so. Ich habe mir halt deswegen ja so eine Shorts darunter gezogen. Und ich habe erzählt, dass vor ein paar Tagen ich nach einem längeren Zeitraum halt ja so einen Tag hatte, wo ich keinen Zucker zu mir genommen habe. Weil bis zu dem Tag war das so, dass ich da mehrere Wochen wirklich halt ja alles gegessen habe, was ich wollte. Und dann war das, keine Ahnung, vorgestern oder so, dass ich keinen Zucker zu mir genommen habe. Und auch vergleichsweise zu den Tagen davor sehr wenig Kalorien. Und auch so halt, ja, so viele Kalorien genommen hatte, wie ich eigentlich immer zu mir genommen hatte, als ich abgenommen habe. Und ja, am nächsten Tag war das so, dass ich auch durchgezogen habe, bis mein Vater gesagt hat, ja, zum Nachtisch gibt es Pelmeni. Und dann, ja, war das vorbei mit allem. Ja, dann nach ein paar Tagen, weiß ich nicht, waren wieder normales Essen, also halt normal, also dass ich halt nicht geguckt habe. Dann war es ein Tag wieder so, gestern war das so genau, dass ich durchgezogen habe. Genau, an dem Tag, ich weiß nicht genau, war das gestern oder vorgestern, wo ich gesagt habe, dass, nee, ich glaube schon, dass es gestern war. Nee, vorgestern, dass ich sogar ein Stück von einem kleinen Croissant genommen habe und trotzdem habe ich am nächsten Tag ein Kilo weniger gewogen. Und gestern habe ich auch durchgezogen. Bis zum Abend, da habe ich nämlich einen Shake getrunken und nach diesem Shake war mir so übel. Ich hatte, ich sag mal, Brechreiz. Ich hatte, wie heißt es, Sodbrennen. Ich hatte einen Würgereiz. Mir war übel, also nicht übel, so nach, wenn du sehr viel gegessen hast. Sondern übel so, dass ich richtig Hunger hatte. So hungrige, hungrige Situation einfach. Wenn die einfach so übel ist, weil du Hunger hast. Und ich hatte genau dieses Gefühl. Und dann war dann noch so eine ja, Situation mit der, mit ein paar Sachen, wo wir halt überlegt haben,
ob das jetzt stimmt oder nicht. Und dann hat meine Mutter mit meiner Oma telefoniert und dann war da so ein Hin und Her und Stress. Und meine Mutter hat sich dann mit Semmeln und Butter dann vollgestopft und meine Schwester hat dann angefangen, Nudeln zu kochen. Und ja, dann habe ich zugegriffen, Leute. Und heute war bei mir auch sehr viel los. Also ich hätte heute eigentlich so nach dem Kalender meine Menstruation bekommen sollen. Die kam nicht. Also es ist ja nicht so, dass es immer genau auf den Tag kommt. So grob, aber es hat ja viele Einflüsse. Ist ja nicht schlimm. Also kann ja sein, dass es ein paar Tage später kommt oder so. Aber es ist auch nicht so, dass da eine Uhrzeit da ist. Also es kann natürlich auch sein, dass es heute Nacht passiert oder wie auch immer. Aber nichtsdestoweniger ist es so, dass auch die Tage davor eben vor dem Beginn ja teilweise bis komplett vollständig die gleichen Symptome vorhanden sind. Und gestern, glaube ich, war das eins davon. Also, dass ich wirklich so eine krasse Heißhungerattacke bekommen habe, dass mir übel war. Und heute hatte ich wirklich richtig Lust auf Zucker und auf Kohlenhydrate. Ja, mal gucken, wie es morgen aussieht. Ich ja, putze jetzt Zähne, schaue ein bisschen was auf mein Handy und dann versuche ich so ungefähr mal schlafen zu gehen, weil wir morgen jetzt nicht komplett in der frühesten Früh rausgehen müssen, aber schon halt am Morgen. Ich will aber ja noch duschen, meine Haare waschen, weil die heute den dritten Tag gewaschen sind und heute ging es noch, aber morgen nicht mehr. Mit meinem Vater sind wir mit dem Auto weggefahren, also eine halbe Stunde von hier. Und ja, also wir haben an einem See geparkt. Das war das Videoformat, wo ich gefilmt habe, das was am Steg war. Genau, und dann sind wir durch Wälder zum zweiten See gegangen, beziehungsweise zu der Aussicht auf den nächsten See und den vorherigen See und auf die Berge und alles Mögliche. Da saßen wir da in so einer Kapelle, also so eine überdachte Terrasse praktisch. Und ja, ich habe uns halt vor dem Rausgehen zwei Toasts gemacht mit Käse und Schinken. Ja, zwei Stück einmal, also halt jeweils eins. Noch eine Banane, wir hatten den grünen Tee da, also den meine Mutter halt vor ein paar Tagen bei der Aktion bei Rossmann gekauft hat, weil dort sind irgendwie die besten so natürliche Tees, zumindest, was wir schätzen. Dann haben wir genossen, da war ein Opa, der hat so Elektroflugzeuge steigen lassen, habe ich ja auch gefilmt. Da waren ein paar, ich weiß nicht, ob das auf dem Video war, so Paragliden gemacht. Aber jetzt nicht vom Berg oder so, weil wir waren ja auf dem Hügel, sondern vom Hügel aus irgendwie ein paar Meter runtergegleitet. Ja, das war sehr schön, weil direkt als wir angekommen sind, dort auf dem Hügel, ist halt die Sonne untergegangen. Also ich wollte ein paar Fotos machen, aber ja, mein Vater hat irgendwie gegessen und dann habe ich versucht, also wollte Selbstlösung machen. Aber das Problem ist, dass ich, seitdem ich mein Handy habe, eben das auch schon ein paar Mal versuchen wollte, aber irgendwie habe ich die Funktion nicht gefunden. Deswegen habe ich gedacht, das gibt es irgendwie nicht, obwohl ich mir dachte, so, hä, das, also selbst mit meinem uralten Handy hatte ich das. Und das ist ja schon eine wichtige Funktion. Und dann habe ich, ja, hin und her geguckt und dann halt eben auf, also Google eingegeben und dann habe ich die Einleitung gefragt. Ja, da war die Sonne schon längst unter, da waren schon Leute angekommen, ich wollte da nicht, ja. Aber selbst als die Sonne untergegangen ist, beziehungsweise halt nicht mehr so krass geschienen hat, war immer noch etwas Licht zwischen den Wolken, hat mein Vater aber Fotos gemacht, ja. Ich habe da meine Jacke ausgezogen und kurz vorher, also da hat es gerade angefangen zu stürmen und zu schneien. Ich packe direkt meine Jacke weg, so von einer Sekunde auf die andere war es von 6 Grad auf 0 Schneefall, ich ziehe meine Jacke aus.